This penalty was probably the most important one of the entire 2011-12 season. The 86th minute will be remembered for a long time as the moment the title was decided. You have to be familiar with the situation to understand the drama. It was match day 30 and Dortmund topped the table, 3 points clear of Bayern. The match between the two teams was effectively a final for the title. A victory for Bayern would have meant a change at the top of the table. A win for the Black and Yellows would probably be the decisive step towards the Meisterschale. Never has there been so much at stake in an edition of Der Klassiker. Alle haben drauf hingefiebert, alle sind heiß gewesen und die Stimmung war von der ersten Minute an überragend. Und Mittwochabend, Flutlicht, was gibt es Geileres im Fußball? Lining up in the tunnel, Bayern knew the match wouldn't be a walkover. Dortmund really were their bogey team at the time. Dortmund had won 3 matches in a row against Bayern before the encounter. The German record champions had yet to come up with an answer to Jürgen Klopp's young guns. Ja, wir wussten erstens, dass wir physisch unheimlich stark sind. Wir wussten ganz genau auch mit der Taktik von Jürgen Klopp auch die Bayern zu knacken. Wir haben sie teilweise auch überlaufen und letzten Endes wussten es ganz genau die Bayern, dass es mit uns nicht ganz so leicht ist. Back to the match and more than 80,000 spectators were fired up. Among them was the injured Mario Götze, as well as Gladbach player Marco Reus. But his transfer to Dortmund had long been known. For all the action on the pitch, Dortmund's signing of Reus had already been a victory over Bayern in the transfer market. On the field, both sides battled hard. Der Klassiker more than lived up to its billing. A goal was coming, but it was completely unclear which team would score. Dortmund with early pressure. It's a neat flick from Gundogan. The chance is on here. Great save, Neuer. Kors is driving forward. There's no one picking him up. That's not too far away. A signal of intent. Kuba whips in the cross and Lewandowski off the post. You have to fast forward to the 77th minute to see the first goal of the day. It's a corner for Dortmund. Moritz Leitner's over it. Taken short to Schmelzer. It's an inviting cross, but cleared initially. Grosskreutz and Lewandowski! Sensational! Lewandowski with the back heel and Dortmund lead. A stroke of genius from Robert Lewandowski. Die 1-0-Führung vor der Südtribüne. Man hätte am liebsten mitten reinspringen können und wenn man alle gesehen hat, wie die runtergestürzt sind und wie die auf den Zaun gesprungen sind und wir als Mannschaft davor und wie wir gejubelt haben und das war, ja, war schon Gänsehaut pur. This goal is world class and once again it's Robert Lewandowski, the finisher for Jürgen Klopp and his young team. Ein sensationelles Hackentor geschossen mit Lewandowski, wo alle fasziniert waren und keiner wusste, sag mal, wie ging das denn jetzt? Levi hat eine Orientierung, die ist sicher absolute Weltklasse. Das heißt, er weiß, wo er steht in jeder Sekunde vorm Tor. Deshalb kann er das, was er macht, auch machen. The Dortmund fans now knew their second Bundesliga title in a row was very much within reach. Some of them were already imagining themselves at Borsigplatz celebrating the title. But hold on, the game wasn't over yet. In the 86th minute, Bayern were awarded a penalty. Everyone knew how important it was. Of course, a proven expert would be the man to take it. Iron Robin. He'd never failed from the spot in his Bundesliga career up to that point, boasting a flawless record of 7 out of 7 penalties. Iron Robin faces Weidenfeller and the whistles of the crowd. Ich glaube, das hat man ein bisschen in Gelsenkirchen gehört, das Pfeifkonzert. Es war so laut und er läuft an und. Robin to equalize for Bayern and Weidenfeller saves! That could be the title-clinching save of the season. Dass natürlich beim Elfmeter auch das ganze Glück dazu gehört, das ist ganz klar. Dass man sich im Vorfeld auch auf Robben vorbereitet, Elfmeterstatistiken und so weiter, das ist auch logisch. An dem Tag hat er eben alles gepasst und ich sag mal, den Urschrei im Stadion, den habe ich heute noch in meinen Ohren.
dann kam natürlich die absolut entscheidende Szene, als Roman den Elfmeter von Robben hält und Neven Subotic, wahrscheinlich einer der nettesten Menschen auf diesem Planeten, mal ganz kurz die Hutschnur gerissen ist. Ich würde sagen, es war ein berechtigter Elfmeter, richtig? Aber Neven hat es wohl ein bisschen anders gesehen, kommt ja ab und zu mal vor, persönliche Wahrnehmung, subjektive Wahrnehmung ist ein bisschen anders. Dann hat ihm dann wohl gesagt, das hast du jetzt davon. Das ist schon so lange her, da ist schon so viel darüber gesagt. Und ja, da gibt es immer Emotionen im Spiel. Na, ich habe da Elfmeter verschossen und du siehst auch, ich bin ja nicht... Ich war da ganz in mich. Robben and Subotic, part of a long tradition of heated moments in Der Klassiker. It's those emotions that thrill spectators every season. Der Klassiker isn't for the faint-hearted. And talking of nerves, Robben's missed penalty will forever be symbolic of Dortmund's triumph. But many people forget the Dutchman had a big chance to atone for his miss in injury time. Ribery with the cross, Subotic off the bar, and Robben! Hi guys! Did you like that? Subscribe here. Don't miss any of the Bundesliga action. Subscribe now.